Warum sollte man Medienkonsum beschränken? Kurz gesagt ist die Quintessenz folgende. Ich kann im Internet, ich kann in Foren, ich kann Informationen nachschlagen. Wissen generiert sich erst in meinem Kopf, wenn ich das, was ich lese, auch in Beziehung setzen kann zu dem, was ich schon weiß und das in mein Wissensnetz einbaue. Bildung ergibt sich erst dann, wenn ich die Wissenselemente, die ich wahrnehme und erlebe, mit meinem eigenen Wertesystem in Beziehung setze und dann auch beurteile. Das Lernen funktioniert am besten durch Neugier, Spaß und viel Bewegung. Besonders Kinder gebrauchen all ihre Sinne fürs Lernen, was durch die Nutzung von digitalen Medien nicht gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass erschreckend viel Software darauf ausgelegt ist, den User an sich zu binden, weil halt meistens auch wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Einige Eltern regulieren den digitalen Medienkonsum ihrer Kinder und andere wiederum vertrauen auf Selbstregulierung. Dieses kleine Infovideo lässt verschiedene Experten zu Wort kommen und versucht, die Welt der Computerspiele den Erwachsenen und Kindern etwas näher zu bringen. Handy, Tablet, Computer und Co. Das Problem ist, dass wir alle Medien konsumieren, sogar jetzt beim Video anschauen. Aussagen wie folgende betreffen also fast jeden und niemand gesteht sich selber gerne ein, dass er etwas Schlechtes macht. Nach dem Motto: Ja, nö, bei uns ist das nicht so, nö, bei uns ist das nicht so. Man kann natürlich argumentieren, dass man den Computer auch zur Weiterbildung nutzen kann. Der Grund, warum ich mir damals so ein iPad geholt habe für die Kinder, war der, dass ich auf diese Art und Weise ihnen einfach die Möglichkeit geben wollte, dass sie sich interaktiv für die Themen, die sie da gerade interessieren, sich selber bilden können quasi. Die Psychologen sagen dazu Folgendes. Computer nehmen uns geistige Arbeit ab. Wenn Sie was googeln, dann wissen Sie, das konnte ich ja googeln. Was tut Ihr Gehirn genau deswegen nicht? Abspeichern. Denn Sie haben es ja immer. Das Argument geht ja immer so. Herr Spitzer, Sie können doch nicht gegen Computer sein. Nein, bin ich nicht. Finde ich klasse, sehen Sie hier. Ja? Ich arbeite den ganzen Tag dran. Medizin geht nicht ohne Computer, auch nicht ohne Internet. Wissenschaft auch nicht. Aber ich bin kritisch. Warum bin ich kritisch? Was brauchen Sie unbedingt zum Googlen? Vorwissen. Wenn Sie nichts wissen, fällt Ihnen auch keine Frage ein, können Sie gar nicht googeln. Ja? Und wenn Sie wenig wissen, dann können Sie mit den 100.000 Hits, die Ihnen Google innerhalb von 0,1 Sekunden liefert, nichts anfangen, weil Sie nicht wissen, was taugt was und was taugt nichts. Wenn man etwas verboten bekommt, vor allem etwas, was so gut wie jeder im Umfeld scheinbar macht, ist es natürlich erstmal unverständlich. Ich finde, wenn man das einigermaßen allgemeintauglich erklärt bekommt, fällt es viel leichter, damit umzugehen. Am besten erklärt man das am Beispiel von digitalen Spielen. Computerspiele. Die Beispieleltern bemerken bei ihren Kindern Folgendes. Und dann irgendwann gab es die Situation, wo ich gesagt habe, jetzt nehme ich das iPad weg, weil ich richtige Wesensveränderungen, veränderte Wesenszüge festgestellt habe. Und seitdem die Kinder die iPads dann nicht mehr hatten, waren sie einfach wieder mehr Kind auch, kreativer, wieder sie selbst, viel freundlicher und höflicher miteinander und zu mir. Und dann saß er an der Ecke und war total gelangweilt und vielleicht auch selber frustriert, weil er nicht wusste, was er machen sollte. Er ist wie in so ein leeres Loch gefallen. Ein Freilernervater wird gefragt, wie er damit umgeht, wenn die Kinder den ganzen Tag nur Computerspiele spielen wollen. Dann lass ihn halt für 2 Wochen lang so viel zocken, bis es ihm zu Hause rauskommt. Wäre ein Projekt, mal gucken, was passiert. Also normalerweise würde das irgendwann so sein, dass einfach irgendwann die Schnauze voller davon. Irgendwann reicht es einfach. Aber wenn man immer reglementiert so, dann nährt man das halt auch so, weil dann will er dann immer weiterspielen. So. Der Psychologe sieht das ein bisschen anders. Und dann haben Sie Sachen mit den Händen begreifen. Herz, Hirn, Hand. Hirn war ja eh klar. Herz, Emotionen, das wussten Sie, dass Sie mit Lernen viel zu tun haben. Seit heute wissen Sie es noch genauer. Aber Hand war Ihnen vielleicht gar nicht klar. Jetzt ist Ihnen plötzlich klar, warum die alten Pädagogen Comenius, Pestalozzi alle gesagt haben, Herz, Hirn, Hand. Ein Drittel Hirn beim Lernen mitbenutzen und beim Denken hinterher über das Gelernte auch mitbenutzen, macht einen riesen Unterschied. Ja. Deswegen ist mit Händen begreifen so wichtig. Die wichtigen Schulfächer heißen Musik, Sport und Theater spielen. Da wird alles Mögliche oben passiert da und es gibt auch noch ein paar unwichtige, aber die sind wichtig, ja, und mit den Händen was machen. Was glauben Sie, was das hier, Baby-TV, Baby-DVD, das macht Sprachentwicklungsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Spielekonsolen malen Schulprobleme, das ist alles Gehirnunbildung, ja, falsche Bildung, falsche Ernährung, Computerspiele, dauernd online, Sucht, Schlafmangel, Übergewicht, Stress, wenn Sie Kontrolle abgeben, was wir dauernd mit dem Smartphone machen, das macht mit uns was und wir bestimmen es nicht mehr, das macht
Mangel von Kontrolle ist identisch mit Stress. Stress macht Nervenzellen zusätzlich kaputt. Haben Sie noch einen Wirkungsmechanismus, warum das Hirn bergab geht, wenn Sie diese Medien benutzen? Und dann haben Sie immer, dann, es geht immer weiter bis Arbeitslosigkeit, Krankheit, sozialer Abstieg, Vereinsamung, Depression, Demenz, Tod. Das wollen wir nicht. Auch der Bioprof hat eine ähnliche Meinung. Die größte Gefahr, die ich sehe im Umgang mit digitalen Medien, ist bei Kindern und Jugendlichen, wenn die zeitlich unlimitiert in diesen Medien ihre Lebenswelt verbringen, da sie nicht genügend viel über das Denken und Fühlen anderer Menschen lernen, nicht genügend lernen, eigene Interessen zu entwickeln, Belohnungen aufzuschieben und das auch zukünftig so wichtige Arbeitsgedächtnis zu trainieren. Wer von früh an unlimitiert diese Medien verwendet, der wird sein Gehirn aller Wahrscheinlichkeit nach nicht optimal entwickeln, der wird nicht optimal seine Fähigkeiten entwickeln. Bei Jugendlichen und Kindern hat man festgestellt, wenn die ab dem 12. Jahr, oder die meisten fangen auch mittlerweile schon eher an, intensiv digitale Medien benutzen, dass deren Konzentrationsfähigkeit gelitten hat. Die Psychologen beschuldigen die Politik, den Spielekonsum zu fördern und nicht vor den Gefahren zu warnen. Die Kultusministerien, die Medien in die Schulen reindrücken ohne Ende, weil die Lobby ganze Arbeit leistet. Der Gesundheitsminister, der PlayStation empfiehlt. Der Familienminister, der Counter-Strike empfiehlt, wird vielleicht noch getoppt vom Kulturstaatsminister, der Crysis 2, ein Killerspiel ab 18, nicht wie das ab 16, noch schlimmer, Ende April letzten Jahres 50.000 Euro Steuergelder Kulturpreis verliehen hat. Kein Witz, können Sie auch googeln. Die ja auch in unserem Grundgesetz verbürgt ist, dass wir diese Kunstfreiheit haben. Und die gilt eben auch für Computerspiele. Also so schwer das für manchen zu akzeptieren war damals, aber selbstverständlich kann ich nicht einfach in die inhaltliche Wirkung von Computerspielen eingreifen, weil mir das nach einem pädagogischen Konzept nicht gefällt. Sonst muss ich das bei vielen anderen Kunstbereichen letztendlich auch tun. Da muss man nur ein bisschen denken, dann weiß man, worum es da geht. Ums Verkaufen. Google, Apple, Microsoft, die bestechen doch keine Professoren. Die kaufen einfach ganze Institute. Ein Politiker, der heute was gegen Medien sagt, ist morgen weg vom Fenster, weil dafür sorgen die Medien schon. Mehr Problembewusstsein zeigt man in Bayern. Dort reagierte Innenminister Schwertl alarmiert auf unsere Hinweise. Haartrockner sind staatszersetzend und gewaltverherrlichend. Es geht um Computerspiele. Oh, Computerspiele sind staatszersetzend und gewaltverherrlichend. Interessanterweise gab es jedoch eine sogenannte Killerspieldebatte. Dort wurde viel diskutiert und erwogen, einige Computerspiele verbieten zu lassen. Bei der Diskussion konnte jeder mitreden, aber nicht alle haben verstanden, worum es geht. Killerspiel. Ein Begriff, der ein rotes Tuch ist für viele Leute, die Computerspiele mögen. Warum macht das Spaß, Leute zu erschießen? Also für mich ist das ein Spiel. Es geht mir nicht darum, geil, jetzt habe ich den umgebracht. Das ist, ich weiß nicht, Mensch, ärgere dich nicht. Da geht's ja auch drum, man schlägt man Figuren. World of Warcraft ist ein Strategiespiel, wo man Rollen spielt. Man ist Unteroffizier oder Offizier oder General und man denkt sich Strategien aus. Man ist Arzt, man ist Sanitäter. In einem sehr komplexen Gebilde wirkt man gemeinsam darauf hin, dass man kriegerisch Erfolg hat. Ich finde, dass das Interessanteste ist, dass plötzlich die Erwachsenenwelt, wenn man es mal so nennen will, also die Pädagogik, die öffentliche Pädagogik, die Politik, die Medien, so sehr mit heruntergelassenen Hosen dastand, wie man es früher nicht kannte. So, wenn jetzt halt im Fernsehen ein Professor für, keine Ahnung, Atomphysik über Atomphysik redet, ja, dann konnte man dem nicht folgen, dann wird er schon recht haben. Ja, ist halt ein Experte, ja, der Experte. Wenn aber ein Professor für meinetwegen Kriminologie oder Psychologie oder irgendwas im Fernsehen über Computerspiele redet und er verwechselt World of Warcraft und Battlefield, dann kann das der 14-jährige Gamer zu Hause vor dem Fernseher falsifizieren. Ich glaube, dass die Anerkennung durch den Deutschen Kulturrat als Kulturgut der entscheidende Baustein war. Und von da an ist ja auch alles relativ schnell gegangen, ja, mit dem Deutschen Computerspielpreis und so. 2009 wird der Deutsche Computerspielpreis das erste Mal verliehen. Mit staatlichem Segen und dennoch. 2012 ist es dann tatsächlich soweit. Das allererste Mal wird mit Crysis 2 ein lupenreines Killerspiel zum besten deutschen Spiel gekürt. Bestes deutsches Spiel, gewonnen
gewinnt Crisis 2. In den folgenden Jahren verschwindet das Wort Killerspiel nach und nach aus der Öffentlichkeit. Heute wirken elektronische Spiele mit Gewaltbezug fast harmlos im Vergleich zu der realen Gewalt, die einem im Netz begegnet. Darum ist Auseinandersetzung in der Demokratie ein ganz, ganz wichtiger gesellschaftlicher und intellektueller Prozess. Und darum habe ich selber auch diese Auseinandersetzung gesucht. Die Computerspiele-Redaktion der GameStar hat sich mit dem Thema mit viel Witz und Ironie auseinandergesetzt. Ey lol, Alter, nee. Gedanken, die alarmieren. Die Spieler freilich verteidigen ihr Hobby. Sie leugnen jegliche negative Auswirkung. Gewalt? Also wenn ich spiele, dann sehe ich keine Gewalt. Da ist ja dann so alles voller Blut. Wo willst du denn da noch was erkennen? Dabei ist der verrohende Einfluss gewalthaltiger Spiele für die Wissenschaft bewiesen. Wissenschaftliche Studien lassen keinen Zweifel daran, dass Spiele direkt aggressionssteigernd wirken. Das ist erwiesen, wenn zum Beispiel Hooligans nach Fußballspielen ausrasten. Wir sehen in der Forschung immer wieder das Gewaltpotenzial von Spielen. Also das kann man so sagen. Eine klare Warnung, die bisher folgenlos geblieben ist. Die Spielehersteller sehen keinen Handlungsbedarf. Wir konfrontieren einen Industrievertreter mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Herr Industrievertreter, im Irak sprengen sich Menschen in die Luft. In Afrika verhungern Kinder. In deutschen Einkaufszentren randalieren Fünfjährige. Und Sie verteilen Metzelorgien an Kinder? Es ist ja nicht so, dass alle Spiele gewalttätig werden. Das ist nur ein kleiner Teil. Kein vernünftiger Mensch würde sagen, wir produzieren nur noch Blut und Morde. Wir produzieren nur noch Blut und Morde. So viel Abgebrühtheit erschüttert. Kein Wunder, dass Gewaltspiele inzwischen einen Marktanteil von geschätzten 99,6% erreicht haben. Frau Schmitz, Sie fühlen sich durch die Darstellung der Frau in Computerspielen diskriminiert. Computerspiele können sehr unterschiedlich und vielfältig sein. Um sich davon zu lösen, sollte man sich am besten Folgendes klar machen. Wenn mich ein Spiel extrem frustriert, anstatt Spaß zu machen, dann weg damit. Ja, weil ich da so voll versprochen habe, mega viel Blutgesplatter zu zeigen und so. Jetzt fangen wir mal richtig mit so einem richtig harten Spiel an, ne? Was, vielleicht höchstens ab 6 Jahre alt ist oder so, wegen Comic-Gewalt. Aber es fällt auf jeden Fall in die Kategorie Survival-Game. Ja, wie gesagt, ich hasse es, weil man nicht aufhören kann, es zu spielen, man eigentlich auch nicht gewinnen kann und man immer stirbt und es total frustrierend ist. Und deswegen bekommt Don't Starve von mir 20 tragbare Büffelscheißehaufen von 20. Aber ja, so ist das Leben. Immer dran denken. 20 Scheißehaufen. Wenn ein Spiel einfach nur endlos weitergeht, ohne erkennbares Ziel, dann wird es wahrscheinlich auch nie ein zufriedenstellendes Erfolgserlebnis geben. Skyrim ist ein Open-World-Action-Mittelalter-Rollenspiel mit Drachen und Schmetterlingen. Das fasst es verblüffend gut zusammen. Ihr könnt Schmetterlinge fangen, Schmetterlinge einstampfen und Zaubertränke daraus brauen. Ich habe bis jetzt 200 Stunden gespielt und immer noch nicht alles erkundet. Ich habe nur Schmetterlinge gefangen. Im Gegensatz zu Büchern oder Filmen kann man Computerspiele durch die Steueraktionen aktiv mitgestalten. Versuche, durch diesen Handlungsfreiraum für dich selbst ein angenehmes Spielerlebnis zu schaffen und dann aber auch aktiv abzuschalten, wenn's genug ist. Ein Let's Player spielt anderen Computerspiele vor. Ein einfacher Weg, um mal kurz reinzuschauen, ob das Spiel zu einem passt. Allerdings sollte man es damit aber auch nicht übertreiben. Sind wir mal ganz ehrlich, mit dem Content, den ich mache, das sind Let's Plays, waren Let's Plays immer schon gewesen. Mit dem Content hätte ich eigentlich nie der größte YouTuber Deutschlands sein dürfen. Und dass man überhaupt mit Spielen so eine Abozahl erreicht, ich habe die Spiele nicht selber programmiert, ich habe mir die Storys alle nicht ausgedacht, ich begleite die Spiele einfach nur und ich nutze quasi diese Spiele, diese Geschichten, die sich andere ausgedacht haben, um sie selber zu spielen und dadurch auch noch bei mir auf dem Channel zu präsentieren. Aber ich habe dabei einfach den leichtesten Job, das muss man wirklich sagen. Soziale Netzwerke. Meiner Meinung nach total überbewertet. Sozialverhalten wird in unserem Gehirn auch in ganz bestimmten Modulen erledigt. Das wissen wir noch nicht so lange, der Hippocampus seit Jahrzehnten. Social Behavior, Mai 2009. Science Übersicht, gibt noch mehr davon. All diese Dinge haben wir für Empathie, für Gruppenverhalten, für Entscheidungsprozesse und so weiter. Und Sie sehen, das sind eine ganze Menge Module, die tatsächlich für Sozialverhalten zuständig sind. Studie aus den USA, März 2012, die 8- bis 12-jährigen Mädchen, 3500 knapp hat man untersucht.
Die sind 2 Stunden mit anderen Mädchen unterwegs und 7 Stunden in Facebook. In Facebook haben sie den anderen aber gar nicht. Keine Mimik, keine Gestik, keine Sprachmelodie, die kann gar nichts. Nur so ein fader Abklatsch mit irgendwelchen Buchstaben. Wie wollen sie da Sozialverhalten lernen? Hinzu kommt, die Kinder haben, ja, sind ja Kinder, die haben gesagt, also ich habe meinen Spaß eigentlich mit den realen Kontakten und mit den Facebook-Kontakten habe ich vor allem Probleme. Sagen die selber. Und dann wissen wir noch, dass im Netz mehr Kriminalität und soziales Furchtbares alles ist, als sonst wo in der Welt. Ich war neulich auf dem Cybercrime-Kongress der Polizei, es ist furchtbar, was man da findet. Das alles zusammengenommen sagt ihnen, dass sie in Facebook eben nicht ihre sozialen Module trainieren, aber mit realem Kontakt schon. Und das wissen wir ja. Und deswegen ist es so ein Problem. Und deswegen sollten wir uns gut überlegen, was wir mit sozialen Medien machen und ob wir die wirklich in den Kindergarten integrieren sollen, damit die da besser lernen. Selber denken brauchst du nicht, andere tun das für dich, kauen dir die Meinung vor, saugst es auf am Monitor. Medienkompetenz könnte zum Beispiel so aussehen. Eine der entscheidenden Kompetenzen, die wir brauchen im Umgang mit großen Informationsmengen, die wir aber auch brauchen im Umgang mit digitalen Medien, ist, dass wir ständig Wichtiges von Unwichtigem trennen müssen. Wir müssen also hochselektiv mit Informationen umgehen. Die selektive Aufmerksamkeit auf die entscheidenden Reize ist entscheidend wichtig, gleichzeitig aber unglaublich schwierig in einer informationstechnisch unglaublich unübersichtlichen Situation. Und hier hilft uns maßgeblich der Stirnlappen, wenn er richtig trainiert wird, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Dafür muss der Stirnlappen aber sehr arbeitsfähig sein. Das heißt, wir brauchen ein sehr leistungsstarkes Arbeitsgedächtnis und müssen uns entsprechend fragen, wie kann man das Arbeitsgedächtnis optimal trainieren? Das kann man folgendermaßen machen. Man kann sein Arbeitsgedächtnis trainieren, indem man liest, indem man in der Tat Seiten liest, indem wir mehrfach am Tag immer wieder hinterfragen, was wir gerade tun, die Dinge mal anders machen, weil in dem Moment die Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen im Arbeitsgedächtnis verstärkt werden. Das heißt, wenn wir solche Tätigkeiten machen, haben wir mehr Kontaktstellen zwischen Nervenzellen und damit eine höhere Rechenkapazität. Auch sportliche Aktivitäten fördern das Arbeitsgedächtnis, weil es die Durchblutung des Gehirns fördert und weil sportliche Tätigkeiten auch ein hohes Maß an Konzentration fördern. Nachweislich ist Sport einer der wichtigsten Faktoren, um die Rechenkapazität seines Stirnlappens und damit auch seines Arbeitsgedächtnisses auch bis ins hohe Alter hinein aufrechtzuerhalten. Das ist ein breites Feld an Betätigungen, so wie die umfassende Bildung früher. Ne? Niemals den eigenen Namen oder sonstige Daten von sich im Internet preisgeben. Nicht daddeln oder googeln, sondern möglichst schnell selektieren, was wichtig ist. Und davon dann nochmal 80% weniger anschauen. Die neuesten Studien aus der Gedächtnisforschung zeigen eines ganz deutlich. Wenn die Menschen wissen, dass sie etwas in Google finden, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass sie sich diese Sache merken. Denn sie glauben, das Internet wäre ein Teil ihrer Gehirne. Nicht manipulieren lassen. Immer die Vorstellung haben, dass alles, was du machst, gespeichert und bewertet wird. Da lebt ein Monster in dem Schrank. Wissen ist nicht dein Bereich. Für dich sind Bild und Bildung gleich. Traurig, aber wahr. Mach dir bitte eines klar. Jeder Avatar ist echt. Die Bild hat einfach immer recht. Es ist wunderbar. Also komm und werd ein Star. Das Internet ist voll super duper. Das wird schon. Schaut her, hier hat's auch geklappt. Das ist wieder schön zu sehen, dass meine Kinder wieder spielen, Freude an verschiedenen Dingen haben, kreativ sind. Also das schätze ich sehr an. Wir haben jetzt auch Minecraft zum Beispiel noch am PC und das dürfen sie manchmal spielen, aber weil es ja auch mein Arbeitsgerät ist, ist das sowieso von vornherein ausgeschlossen, dass sie das unbegrenzt und ständig spielen können. Da fragen sie wirklich auch nicht so oft. Den Tablets haben sie wirklich viel, viel öfters gefragt. Weil sie wissen, unabhängig von dir können sie die haben. Ne? Genau. Ja. Und mit diesem Video wollen wir quasi auch so ein bisschen anderen Mamas zum einen auch ein bisschen aufwecken. Ja, auch so ein bisschen sagen, hey, guck mal, was die Dinge mit euch machen. Sie müssen damit lernen, umzugehen, weil wir in einer Welt leben, die nun mal auch technologisiert ist. Und auch ich als Erwachsener muss ja natürlich auch lernen, nicht den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen und zu arbeiten. Ja, oder halt zu spielen oder Videos zu schauen oder was auch immer. Dieses Miteinander spielen, dieses Miteinander am Tisch sitzen, auch dieses gemeinsame Essen ist auch sehr wichtig.
Ne? Das ist auch wichtig, dieses Spazierengehen, das Rausgehen, Gemeinsamkeiten, dass man sich einfach Zeit nimmt. Und diese gemeinsame Zeit, die ist auch unbezahlbar und die ist sehr wichtig für die Beziehung. Und vor allem die gemeinsame Zeit im Hier und Jetzt. Die Kraft haben, gar nicht erst nachzuschauen, was es Neues gibt. Und wenn man doch mal damit angefangen hat, macht's wie Peter lustig. Einfach mal abschalten. Ihr wisst doch schon alles, nicht? Also, abschalten, genau. Oder je nach Browser, Steuerung plus Shift plus W, Alt plus F4 oder CMD plus W. Ihr seid hier immer noch da. Dies war ein Erklärvideo mit Beiträgen von Müttern und Vätern, Computerspieljournalisten, Internetberühmtheiten, Gehirnforschern und Psychologen und erwachsen gewordenen ehemaligen Betroffenen.